Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Musik läuft, nice. Wir machen jetzt hier weiter mit der Dirt-Rennserie. Na, hier oben. Ich habe auf einen Fiesta gewechselt, auf einen Rallye-Fiesta, der ganz nett aussieht. Bisschen breit. Schauen wir uns doch mal an, was hier los ist. Der ist noch Serie, habe ich noch nicht angerührt. Müsste auch noch neu sein. Wir starten einfach mal rein. Mit diesem schicken kleinen Auto. Gar keine Ahnung, ob wir mit dem irgendeine Chance gegen irgendwelche Gegner haben, weil der ist halt wirklich gar nicht getuned von mir. Ich weiß auch gar nicht mehr sicher, wo wir den her haben. Den rechts neben uns habe ich ja auch noch. Den muss ich auch mal fahren, den Subaru. Da fährt auch ein Lego Mini mit, okay, cool. Sehr, sehr schick. Da vorne dürfte ein RS 2000 fahren, glaube ich. Und hier ein Opel... Was, ein Manta? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte aber sein. Ja. Wir müssen mal ganz entspannt hier dieses Rennen fahren. Und dann dürfte es ja auch nur noch das andere, das Straßenszene-Rennen geben. Ist nicht Straßenszene-Rennen? Ich glaube ja. Da bremse ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Da fährt ein R5 Forza Edition mit. Nice. Fahren ja eigentlich nur Autos mit, die wir auch haben? Nee, ich glaube, ein Beetle und ein Opel haben wir ja schon nicht. Stimmt. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob wir so einen haben. Kleine Soundprobleme. Ich hatte allgemein eben auch schon beim Einstieg ins Spiel das Gefühl, dass ich Soundprobleme habe. Bin ich mir aber wirklich nicht sicher. Der ist ein Rundkurs. Oh, gut. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber dann ist erster ja tatsächlich noch drin. Wenn wir jetzt erst ein Drittel rum haben. Dann geht das ja alles noch. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Wir haben ein leichtes Geschwindigkeitsproblem, also Beschleunigung. Geschwindigkeit geht, Beschleunigung ist halt nicht gut. Also eher so nein. Fisch, fahr doch nicht ganz so schnell. Ja, Fisch, solltest du nicht, nein. Ich habe eben noch fast meinen Zug verpasst. Beziehungsweise, also ich hätte ihn wahrscheinlich noch gekriegt, selbst wenn er keine Verspätung gehabt hat, hätte. Aber er hatte halt Verspätung, deshalb habe ich ihn auf jeden Fall gekriegt. War aber sehr knapp, deshalb bin ich ein bisschen schneller zum Zug gelaufen. Und ja, hätte ich nicht gemusst, weil hatte eh Verspätung. Von da aus habe ich mich, von daher habe ich mich umsonst beeilt. Aber war okay. 10 Minuten von angekündigten 20 oder so. Konnte ich mitleben. Fand ich absolut vertretbar. Und selbst wenn nicht, hätte es halt Geld zurückgegeben. Der fährt das gleiche Auto wie wir, ne? Wenn mich alles täuscht. Das hat sich noch nicht viel getan bei mir. Der Part kommt übrigens wieder zu spät, weil ich gestern Abend keine Muße mehr hatte, noch ein paar aufzunehmen, nachdem ich den, der gestern schon zu spät kam, aufgenommen habe. Dementsprechend nehme ich den hier jetzt auch erst nach der Arbeit auf. Ich habe ja gestern in dem Park, glaube ich, auch schon darüber geredet, dass ich mir in den Finger geflext habe. Das heilt ganz fröhlich vor sich hin. Sieht schon deutlich besser aus. Ich glaube, wir werden jetzt Zweiter. Ich komme dem da vorne nicht näher. Den anderen konnte ich ja da in der Kurve rammen, einfach stumpf. Okay. Kurze Fun-Frage. Soll ich das cheesen? Nee! Ich wollte nicht zurückspulen. Ich kann das natürlich so schießen. Schießen, ja genau, mit SCH, schieß. Cheesen. Ja, ein bisschen unfair für den, ne, aber ist mir eigentlich auch egal. Sieg ist das, was zählt, ne? Das Spiel lässt es mich ja so machen. Gut. Passt so, also habe ich gerade entschieden. Okay. Ich hatte übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich darüber geredet hatte, vor meinem Urlaub zwei Sachen bestellt. Nämlich einmal Haferflocken, die Hefeflocken heißen die Dinger. Das ist so ein veganer Käseersatz, soll als Parmesanersatz genutzt werden, schmeckt einfach richtig geil in eigentlich allem. Und Stahl, um eine Werkbank zu bauen. Beides wurde an eine Paketstation geliefert. Das eine hätte zu meiner Mutter liefern sollen, deshalb habe ich da überhaupt nicht mehr hintergehakt. Das andere habe ich keinen Zettel für den Briefkasten gekriegt. Da
aber ich sammle einfach weiter Punkte für die Dirt-Renn-Serie. Hauptsächlich mache ich das natürlich nur, damit... Hallo, Boss. Und natürlich auch alle anderen. Phase 2 von Horizon Fortune Island beginnt jetzt. Was bedeutet, dass es ein neues Schatztruhenrätsel gibt. Hört gut zu. Der Needle Climb schüchtert so manche ein. Doch den Italiener mit Nummer 458 kriegt so schnell niemand klein. Viel Glück. Okay, ich tippe mal darauf, es gibt einen Blitzer oder eine Blitzerzone, die Nadelanstieg oder Needle Climb heißt. Und das müssen wir mit dem Ferrari 458 machen. Und Runde 2 der Inseleroberung beginnt jetzt. Nur die besten Fahrer kommen weiter. Ich habe mir nicht die ganze Liste angeschaut, aber du bist sicher auch dabei. Hey, ich habe die Zusage des Festivals für eine neue Art von PR-Stunt. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Böschung. Ach so. Ja gut, ich sehe noch keinen Blitzer, der so heißt. Okay, kann sein, dass ich den erst noch... Ich hätte gedacht, dass es der ist, aber ist es scheinbar nicht. Ich muss ihn wahrscheinlich noch entdecken. Danke. Zu erzählen hab. So, jetzt nochmal von vorne. Wo ist denn... Ich verstehe gerade nicht. Habe ich es ausgemacht? Eigentlich war hier oben noch ein Straßenrennen-Serie-Rennen. Okay, ist offensichtlich weg. Schade. Dann machen wir jetzt... Ich habe keine Ahnung, was... Also ich bin gerade ehrlich gesagt komplett verwirrt. Warum ist das da oben weg? Was da oben... Also hier war eine Straßenrennserie und das war nicht die hier. Also es kann sein, dass es die, dass die da ist. Dass es die gleiche Rennserie ist. Wir fahren mal hin. Ich war gerade am Erzählen von Paketen, ne? Also meine Hefeflocken sind halt geliefert worden an einen Paketdienst hier um die Ecke. Ich habe keine Karte im Postfach gehabt. Hab das eigentlich auch schon komplett vergessen gehabt, dass ich überhaupt welche bestellt hatte. Und dann meinte meine Freundin so, yo, ich habe jetzt welche besorgt. Und dann meinte ich so, yo, ich habe auch ein Kilo bestellt. Wo sind die? Dann habe ich meinen Verkäufer kontaktiert. Der Verkäufer meinte, ja, liegen da und da in der Paketstelle. Ich denke mir so, Alter, das ist 3 Wochen her. Die liegen da auf keinen Fall mehr. Ja, rate mal, natürlich liegen sie da nicht mehr. Ja. Sind nicht geliefert worden, muss ich mir das hinterhängen, dass sie nochmal geliefert werden. Gleiches Spiel bei meiner Mutti. Hatten wir Stahl bestellt, wie gesagt, für eine Werkbank. War ich im Urlaub, als sie ankommen sollten. Ja, gut. Was soll ich sagen? Darf ich das mit diesem Auto hier fahren, bitte? Nein? Wieso darf ich das nicht mit dem Auto hier fahren? Das gefällt mir nicht. Okay, wir fahren das mit einem i8... geschlossenes Auto, würde ich sagen. Weil ich gar nicht weiß, ob wir den hier schon mal gefahren sind. Was ist das eigentlich für ein Eimer hier? Wo haben wir den her? Ich habe echt gar keine Ahnung, woher wir einen R35 haben. Naja gut, wir haben einen i8 geschlossen. Ja. Kam nicht an. Habe ich dann auch erst im Nachhinein, nach meinem Urlaub nochmal gefragt, so, yo, können wir jetzt die Werkbank eigentlich bauen? So sagt der Freund von meiner Mutti so, nö, ist ja nichts angekommen, ne? Da dachte ich so, hä? Wie ist es nicht angekommen? Es sollte doch dann und dann kommen. Dann habe ich da reingeguckt, sollte es in der Packstation liegen? Ja, ratet mal, natürlich liegt es nicht mehr in der Packstation. Die haben es einen Tag, bevor ich da war, zurückgeschickt. Ja, jetzt habe ich den Verkäufer kontaktiert, er meinte, ja, was sollen wir machen? Stornieren oder nochmal zustellen versuchen? Dann habe ich gesagt, jo, stell das bitte nochmal zu. Weil, will haben. Ja, ich habe den Stahl ja nicht bestellt, weil ich ihn nicht brauche, sondern, ne, weil ich ihn brauche halt. Sprint übrigens. Ja, und jetzt hoffe ich, dass er mir das nochmal zusendet. Hoffe ich sehr. Weil ich würde gerne diese Werkbank bauen. Bremsen sind hier aber nicht so die besten. Hat gemerkt. Ja, und übrigens Aussage von GLS. Ja, wir packen keine Zettel mehr in den Briefkasten. Ihr müsst jetzt online gucken. Wo ich mir auch einfach nur so denke, sag mal, also das letzte bisschen Service, was ihr habt, wenn ihr die Scheiße schon nicht zustellt, während durchgehend jemand da ist. Ja, bei meiner Mutti ist immer jemand da. Das wollt ihr auch noch einstellen. Okay, gut. Dann seid ihr also komplett nutzlos ab jetzt. Fand ich frech.
Die sind übrigens ganz schön schnell, muss ich anmerken. Komme ich hier kaum hinterher. Ich finde es auch immer wieder gut, wie eine Traktionskontrolle ausgelegt ist. Das Ding dreht an allen Reifen durch. Traktionskontrolle? Nö. Sollte ich hier was tun? Ich meine, ich habe sie wieder angemacht. Ich hatte sie für eine der Lego-Herausforderung aus. Nämlich für den Burnout. Ich glaube, ich hätte sie dafür nicht ausmachen sollen, aber ich hätte müssen. So rum. Ich glaube, ich hätte sie dafür nicht ausmachen müssen, aber ich hatte sie aus. Danke. Junge, 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 Junge. Ganz schön eng hier. Sind bei 65%, also zwei Drittel haben wir fertig. Fisch, fahr doch noch ein bisschen beschissener in die Kurve rein. Hm? Fahr sie doch einfach noch enger. Meine Güte. Ja, dann... Das war so meine Nerverei mit Paketdiensten mal wieder. Ich weiß nicht, ob DHL sich jetzt auch gedacht hat, wir stecken keine Karte mehr in den Postkasten. Was war ein DHL-Paket? Mit DPD habe ich schon öfter so eine Probleme gehabt, dass die keine Karte in den Postkasten stecken. Ich krieg den übrigens alle nicht mehr. Frechheit. Also ich krieg hier überhaupt nicht halt, ne? Ich bin Fünfter. Junge, Junge, Junge. Also gut gefahren bin ich halt auch nicht. Und es sind halt unbesiegbare Gegner. Also ist schon okay, dass ich die jetzt nicht unbedingt im Grund und Boden gefahren habe. Aber ich glaube auch einfach Auto nicht so Premium dafür gewesen. Gut. Ja. Leichte Probleme mit Paketdiensten. Ich weiß, dass du gerade Inseln eroberst und Schätze suchst. Aber nur, dass du es weißt. Wir zeichnen alle Ergebnisse auch für die Horizon Straßenrennserie auf. Denkst du etwa, wir machen eine Pause, nur weil hier weit und breit keinerlei Zivilisation zu finden ist? Ich stehe mitten in einer Stadt. Keinerlei Zivilisation. Mhm. Okay, interessant. Gut. Ich würde sagen, das hatten wir gemacht, ne? Was ist das hier? Das ist ein Dirt-Rennen. Das machen wir jetzt auch noch. Ja, hört sich gut an, ne? Ich glaube auch. Das machen wir aber selbstverständlich wieder mit unserem wunderschönen, ich wollte gerade Honda sagen. Junge, bin ich geistig. Ah, nein! Weißt du, was noch besser als eine Saisonmeisterschaft im Sommer ist? Mein Leben. Eigentlich nicht viel. Viel Spaß. Das wollte ich machen. So, und dann hätte ich gerne ein anderes Auto dafür. Nämlich meinen Ford. So, da war er doch. Sehr schön. Ich glaube, die Geschichte mit dem Flexen habe ich jetzt genug erzählt, ne? Ich meine, ich habe die sogar schon in zwei Tagen erzählt. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal. Clockwork Knight 2 ist heute angelaufen, fällt mir gerade auf. Ich habe gerade nach rechts geguckt und da steht der Sega mit Clockwork Knight drauf. Das ist heute angelaufen. Stimmt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Nehme jetzt demnächst auch das dritte Spiel für den Sega auf. Also vermutlich Sega Rally Championships. Ich habe einen ganzen Haufen Sega-Spiele, allerdings weiß ich nicht, ob ich die, also ich werde die auf keinen Fall alle machen. Ich habe ein paar oben raufgelegt, die ich gerne als Projekt machen würde. Unter anderem noch Bug und Bug 2 hießen die, glaube ich. Das war auch ein sehr lustiges Spiel, habe ich auch nie durchgespielt, beide Teile nicht. Weil auch sackschwer, so wie, also kurz mal Butter bei die Fische. Clockwork Knight 2, das Ende. Also, nein, nicht das Ende. Die letzten Level sind die schwersten Level, die ich jemals gespielt habe. Das ist, ohne Witz, eins der schwierigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich meine, wenn du jetzt nicht gerade auf Training spielst, und das habe ich nicht, weil ich ja True Ending haben wollte, und nicht nur das vorgezogene Ende, so wie in Clockwork Knight 1, da habe ich ja auch erstmal nur das vorgezogene Ende gehabt, weil das Spiel auf Normal und Hard bei mir nicht funktioniert. Wegen Kratzer auf CD. Leider. Geile Gegend hier übrigens, um Auto zu fahren. Erinnert mich sehr an Malle. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Kriegt man nur, wenn man auf Normal spielt. Und das habe ich. Ich habe nicht mal Hard gespielt und das Spiel war unglaublich schwer.
Also ich hatte die meisten Probleme tatsächlich mit Runterfallen und nicht mit Gegnern, aber... Also, weiß ich nicht. Das war schon hart. Vermutlich hätte ich auf hart genauso wenig genauso viele Probleme gehabt und es hätte sich nichts geändert für mich. Würde ich mal tippen. Weil halt, wie gesagt, kaum Probleme mit... Fisch fahr doch einfach durch alle Steine. Kaum Probleme mit Gegnern, sondern vielmehr einfach nur mit, ja, mit Gelände halt. Und das ist ja genauso kacke, wenn es hart ist. Und das ist ja nicht schwieriger, wenn es hart ist. Ja. Dementsprechend kommen jetzt 9 Tage am Stück. Ich habe dieses Mal nicht Wochenende ausgelassen. Clockwork Knight 2. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn das dann zu Ende ist. Beziehungsweise ich nehme ja davor schon wieder auf. Ich denke mal, dass nicht wieder 2 Wochen waren es, glaube ich, Pause zwischen den Sega-Spielen liegen wird, sondern dass ich, das war eine Runde jetzt übrigens, dass ich direkt im Anschluss, ja, wahrscheinlich Bug oder so bringen werde. Bugs? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Spiel hieß. Ihr werdet sehen. Für diese Spiele Thumbnails machen es übrigens auch immer ein bisschen krampfig, weil es gibt halt einfach keine Wallpapers dafür. Und auch keine richtigen schicken Bilderchen dafür. Also nimmst halt das Bild, was auf Verpackung ist. Ich habe übrigens keinerlei Rechte an den Bildern, ne? Bitte verklagen Sie mich nicht, Herr Sega. Ich weiß gar nicht, wem Sega aktuell gehört. Max ja, also die bauen ja seit 20 Jahren oder so keine Konsolen mehr. Übrigens immer noch viert oder fünft. Moment. Nintendo, Sony, Microsoft, Sega. Viert- oder fünftstärkster Hersteller von Konsolen. Größter. Nicht stärkster. Also ja, auch stärkster, aber größter. Also viert, ich glaube viertgrößter oder fünftgrößter. Ich weiß es nicht ganz genau. Mir fällt gerade außer Microsoft, Sony und nee, und Nintendo niemand ein. Wen habe ich vergessen? Falls nicht, sind sie viert... Junge! Falls ich niemanden vergessen habe, sind sie viertstärkste Kraft. Und die haben seit 20 Jahren keine Konsole mehr verkauft, by the way, ne? So, aus dem Weg, Geringverdiener. Ja, also... Und die waren auch wirklich lange noch vor Microsoft, tatsächlich. Obwohl die nie so richtig, richtig erfolgreiche Konsolen hatten. Finde ich schon krass. Ich rede nur von Konsolenverkäufen, ne? Nicht von Spielen und so. Spieltechnisch waren die auch immer relativ stark. Oder was heißt immer? Die waren auf jeden Fall nicht sehr schwach aufgestellt. Ich glaube, Sonic war schon ein sehr beliebtes Franchise. Gerade zur damaligen Zeit. Clockwork Knight sollte übrigens einen dritten Teil geben. Gibt's aber nicht. Leider. Oder vielleicht auch zum Glück. Sollte Dory und Nintendo kommen. Weiß ich aber nicht, auf welche Konsole. Länger als 5 Minuten her, habe ich also wieder vergessen. Hätte ich aber sehr cool gefunden, wenn sie das nochmal released hätten. Weil ich sagen muss, bei Clockwork Knight 1 und 2 ist halt auch richtig geil, dass sie sehr ähnlich aussehen. Also da ist ja wirklich fast gar kein grafischer Unterschied zwischen, außer dass Clockwork Knight 2 nochmal eine ganze Ecke besser aussieht. Finde ich sehr attraktiv. Klar, die Spiele sind alt, ne? Aber ich finde, so krass beschissen sehen die nicht aus. Die sehen nicht so beschissen aus wie ein Tomb Raider aus der Zeit. Das Spiel ist von 95, ja? Darf sowas ein bisschen alt aussehen, in meinen Augen. Ja, gönn endlich mal eine karierte Krempelhose. Ich hätte gar nicht viel lieber den Scirocco S gehabt. Ist aber auch ein Scirocco 2, glaube ich, also auch egal. Ich würde sagen, reicht für den heutigen Part. Ich mache jetzt nochmal eine Drehung, weil ich was wissen will. Freddy meinte, ich kriege die Wheelspins erst, nachdem ich mir die Sachen angeguckt habe. Und ich hatte vorher schon 40. Ein Touareg R50, nice. Was ist da für ein Motor drin? V8 Biturbo? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.